Achso, dann müssen wir jetzt wieder mit der Straßenbahn mit Dings rüberfahren. Ach, wir spawnen hier? Das war ziemlich unangenehm. Ja. Ja, ich denke mal, am Ende von dem Raum irgendwo ist dann wieder ein Spawnpunkt. Du bist auch schnell da, du musst ja nur in das Ding einsteigen. Ja, aber damit sind die ganzen Gegner jetzt wieder resettet. Ja, außer die, die immer gekillt haben. Nee, selbst die resettet es wieder. Meinst du? Ja. Da wir so weit weg gespawnt sind, müsste es eigentlich die ganze Stage resetten. Komplett. Willkommen am Strip. Nee, wir liegen auch noch unsere Drops rum, so viel sind es doch nicht am Gegner. Okay. Uiuiui, da haben wir irgendwas getroffen. Wow. Oh scheiße, ich bin runtergefallen. Wie hast du das geschafft? Ja, ich bin ein Stück zurückgelaufen, bin gesprungen und bin im Schacht gelandet. Upsala. Ja, wie war das? Dummheit muss bestraft werden. Nicht mich einfrieren, nicht mich einfrieren. Ich versuche die Gegner mal so ein bisschen wegzulocken. Ja, ja, ich bin unterwegs. Oh Gott. Das Mikro umschmeißen. Schön stehen bleiben. Ja, das hat man gehört. Irgendwie das rote, also das Standmikro irgendwie ein leichtes Übergewicht. Das ist mir schon mal aufgefallen. Wohlstandsfalle. So, weiter geht's. Alles putt machen. Komm mit her, ihr Gegner. Das tun die nicht so, okay. Ja, ich hab gedacht, ich zieh die mal ein bisschen vom Eingang weg, dass wir da erstmal in Ruhe rauslaufen können und nicht wieder in den Schacht gedrückt werden. Ja, gerade wenn so ein RPG-Loader einen erwischt und du stehst gerade in einem Raum, ist das nämlich echt eklig. Yep. Den krieg ich auch, den Gun-Loader. Wenn du nicht wegrennst, oh, das ist badass. Ja, ein Granatentrost. Ihr führt euch hier irgendwie gegenseitig ein. So. Was Legendäres. Chaos Level 5. Jetzt gibt's Ärger im Doppelpack. Hüpfende Gummigranaten bei jedem Hopper erhöht sich Explosionsschaden im Radius. Ne, ich bleib mal bei meinen Elektrogranaten. Die sind jetzt gerade hier, glaube ich, etwas besser. Äußerst effizient gegen Rüstung. Wenn Gammasalve aktiviert ist, erhältst du 115%. Oh, die probiere ich mal lieber. Liegt hier unser ganzes Loot? Drüben am Eingang, wo wir die alle gekillt haben. Gehst du da hoch? Irgendwie droppen die immer tonnenweise Granatenmods. Ja, Granatenmods liegen hier viele rum. Oh, noch 250 Kisten, dann habe ich eröffnet Beutekisten 2500er Erfolg. Schrot ist so eine Sache, gegen manche Gegner habe ich das Gefühl, ist sie richtig gut und manchmal habe ich das Gefühl, ich mache einfach gar keinen Schaden mit einer Schrotflinte. Ja, das Gefühl habe ich auch. Manchmal gehen die richtig gut und manchmal gehen die gefühlt gar nicht. So, hier liegt auch ganz viel Zeug rum. Aber hier sieht man. Rückschlaggranaten. So. Nichts, was ich jetzt noch bräuchte.
Die eine Waffe, die was war, habe ich eingesteckt. Das noch, das noch, das noch. Oh, hier unten war ja der Dings. Hier ist nochmal ein Waffenschrank. Ja. Eine Pistole. Eine Brandpistole, die könnte man eigentlich sogar mal mitnehmen. Na, meine ist Brandelektro. Na, die ist Brandstrahlung. Das da unten ist auch eine Pistole bei mir? Okay. Ah, hier ist eine Korrosions... Nee, ein Korrosions-SMG. Aber SMG habe ich gerade gar nicht. Und ich will meine Pistole eigentlich auch nicht ersetzen. Ja. Ja, musst du ja nicht mitnehmen, das Ding. So, hier willst du Korrosion? Nee, ich habe Korrosion. Ich habe Korrosion, einiges. So, hier müssen wir auf jeden Fall lang. Ach. Ja, hier habe ich auch schon links kaputt gemacht, so einen Automaten, der ist hier hingelaufen. Was läuft, steht denn hier rum? Voll viel Zeugs. Waffen, Handhabung. So, das Schild nützt jetzt auch nicht so viel. Stimmt, hier waren wir schon mal. Überall. Hier müssen wir lang. Gibt es einen Geheimraum hinterm Wasserfall? Ja, es gibt einen Geheimraum hinterm Wasserfall. Ah, Kryo-Schrotflinte. Mal schauen. Ach, da sind wir jetzt wieder hier. Okay. Das war hier. Hier ist auch Wasserfall. Hier ist aber nichts. Nee, das war nur der Raum. Wir müssen hier gerade hoch. Die Lotto-Grotte. Also, ja gut, hier waren wir überall schon mal. Wir müssen jetzt hier quasi zurück und geradeaus. Einfach geradeaus. Mich wundert, dass hier keine Gegner mehr spawnen. Wir hatten uns ja erst schon einmal hier durchgekämpft, wer weiß. Du beschissener alter Sack! Jetzt kommt irgendwas. Hier ist noch irgendwo was. Hier ist so ein ganz böser Zwergnase, der gerade ganz viel Schaden macht, aber voll auf die Fresse kriegt. Ach ja, ich habe einen Skillpunkt bekommen. Haben wir noch Gegner in der Nähe? Nee. Einmal kurz einen Skillpunkt gucken. Nö, keine, die dir jetzt gefällt. So, wie komme ich jetzt da hoch? Eine Marke. Ich gehe mal voll auf Glück. Da oben ist ein... Hä? Wie soll man da hochkommen? Ah doch, von... Ja. Ne, da kommt man nicht drauf. Ja. So, irgendwo meckert noch ein Gegner rum. Ach, hier hinten sind Gegner, okay. Wo? Hier drüben... Ah, hier komm ich hoch. Oh ja, Feuer ist effizient. Ah, jetzt komme ich hier hoch. So, wie komme ich jetzt? Ja. Was hast denn du vor? Wo kletterst du denn? Da oben ist ein Collectible, aber ich überlege, ob ich. So. Ah, scheiße, ist mir runtergefallen. Ja, warte, wir machen jetzt die Gegner weg. Autsch. Egal, den kriege ich. Lass mir bitte den Gegner übrig. Mad God. Ja,
Ah, hier drüben, unser Freund hat noch so ein Dröhnchen. Ach, du musst auch voll auf diese Schrotflinten-Heinis aufpassen, wenn du da zu nah davor stehst, das tut auch richtig böse weh. Ja, da ist jetzt mir nichts Neues. Au, 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 hinter mir. Ja, das ist kein Schild mehr, jetzt bist du nicht mehr so unantastbar, Kollege. Immer schön in Bewegung bleiben. Ach, so ein Schrotflintenzwerg. Autsch! Irgendwo gerade ein fast toter Gegner in der Nähe. Nicht wirklich. Warte, bleib da, bleib da, bleib da. Au. Medizin für dich. Okay, ich bin gut tot. Ah, ja, okay. Warte. Das passiert Danke. Nicht nochmal. Ach ja, aber hinter uns auch so ein Schrotflinten-Heini ist. Kriegst du den? Nee, der hat noch viel zu viel. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay. Nein, ja, ich war jetzt schon so schnell weg, die Lebensenergie. Nee, ich stand direkt hinter dir. Ich hätte, du bist aber rückwärts gelaufen, dadurch habe ich dich nicht angewählt gekriegt. Ja. So, das wäre ich natürlich nicht. Ja, genau, das spawn ich hinter mir. Keine Auszahlungen! Das passt doch. Das ist doch jetzt nicht am Arsch der Welt. Was sehr geil ist, die Schrotflintenzwerge, wenn die schießen, durch den Rückstoß, die werden immer ein Stückchen nach hinten katapultiert. Ja. Das ist sehr geil gemacht. Wo ist der andere Heini? So, ich glaube, das war sein Gegner. Ja. Wir haben wieder eine Legendary und sowas mit runter. 1342 mal 2, 93er Magazin. Nehmen wir die mal. Die probieren wir mal. Das ist quasi die gleiche Pistole, die ich schon habe, bloß in besser. Schock und Brand. Guck dir das mal an, Brand und ja. Zeig mal. Das ist genau die gleiche, die ich habe. Die ist, glaube ich, ganz gut. Ja, die ist gut. 2600 kann man, glaube ich, gut mitarbeiten. Noch nicht, aber bald. Das mal mit. So, jetzt setzen wir mal unsere kleine Kletterpartie fort. Wo ist das? Ach, da drüben ist das, okay. Also da. Ich überlege nur, von wo es am günstigsten ist zu springen. Von da kommst du nicht hoch. Doch, kommt mal. Echt? Das habe ich vorher nicht geschafft, ja. Das hat bei mir nicht geklappt. Hab's. Gut, du bist da oben. Steht mal von. Da hinten ist noch ein Gegner. Bravo, Chérie, bravo! Tief in ihrem Herzen wollen alle den. Ah, nee, Glücksspieler. Wir müssen ihnen nur die Gelegenheit dazu bieten. Lust auf ein Spiel? Also ich muss gar keine Akro-Maschinen. Nee, ich glaube, die spawnen auch eher so per Zufall. Also zumindest mein. Ja, das eine Mal kamen die ja echt oft. Ja gut, weil das war glaube ich, das war halt eine Stage, wo die waren. Na gut,
So müssen wir lang, hier vorne müssen wir lang.